5 Dehnungen, die du jeden Tag machen solltest. Sie schenken deinem Körper mehr Beweglichkeit, du kommst leichter in die Aufrichtung und du kannst damit auch die Schonhaltung des Alltags viel leichter auflösen. Ich erkläre dir auch, warum die einzelnen Übungen so wichtig sind. Die erste Übung ist die Dehnung deiner Fußsohle, deiner Plantarfaszie. Ich blende dir hier ein Bild ein. Dazu kommst du auf die Knie. Das Video kannst du dir einfach in Ruhe anschauen, dann ausprobieren. Spreiz mal die Zehen, schaff Platz zwischen den Zehen und das Gewicht ist gleichmäßig verteilt auf Groß- und Kleinzehballen von beiden Füßen. Du setzt dich mit deinem Gesäß auf die Fersen, bist aufgerichtet. Falls dir das schwer fällt, kannst du gern eine Decke nutzen. Bleib in der Aufrichtung und als Variante kannst du so ganz leicht mal nach links und rechts schaukeln mit dem Becken und die Dehnung, die kommt in deiner Fußsohle an. Und das Wichtige für dich zu wissen ist, dass die Kraft deines Fußes aus einer gut gedehnten Fußsohle kommt. Durch falsches Schuhwerk, durch zu wenig Bewegung ist sehr viel Spannung in unserer Plantarfaszie und die Übung, die dehnt die Faszien wieder und damit bekommt dein Fuß mehr Sprungkraft und kann die Pufferfunktion viel besser gewährleisten. Bevor ich dir die zweite Übung vorstelle, wenn dir das Video gefällt, so abonniere meinen Kanal, klicke auf die Glocke und du bist immer bestens informiert. Zweite Übung, absolute Klassiker, Katze-Kuh, kennst du mit Sicherheit. Einatmen, Rückbeuge, ausatmen, rund, schenkt deiner Wirbelsäule mehr Mobilität. Ich zeige dir eine Variante, die ich sehr gern unterrichte. Dazu drehst du die Hände 90 Grad nach außen. Jetzt gern nochmal 90 Grad. Damit hast du eine intensive Dehnung deiner Handgelenke. Und jetzt gehst du in Katze-Kuh, ausatmen, rund. Rückbeuge, einatmen und durch die veränderte Handposition kommt die Bewegung anders nochmal oben bei dir im Schultergürtel an und damit profitieren auch die Schultern nochmal anders aus dieser Bewegung. Probier das für dich mal aus und du wirst merken, wie besonders die Übung ist. Ja, die dritte Übung, dazu kommst du zum Stehen. Es ist die breite Hocke. Dazu drehst du die Füße 45 Grad nach außen, Fersen 45, Zehen, Fersen 10. Hast einen guten Abstand. Beug jetzt die Beine. Und die Übung hilft dir, die Adduktoren zu dehnen. Ich habe dir hier ein Bild eingeblendet. Adduktoren sind oft verspannt und damit bekommt unser Knie innen ziemlich viel Druck. Verspannte Adduktorenmuskeln kann zu Knieschmerzen führen. Dazu schiebst du die Knie nach hinten, bist im Becken aufgerichtet, also Steißbein zieht nach innen. Hier kannst du bleiben und es gibt aus dieser Position heraus ganz viele Varianten für dich. Was du zum Beispiel tun kannst, ist, der Oberkörper kippt nach vorn parallel, lass die Schultern angehoben, kleine Kreise im Becken. Das ist nochmal eine wunderbare Möglichkeit, um dem ISG, dem Iliosakralgelenk, mehr Bewegung zu geben. Du kannst dich aber auch aufdrehen, die Wirbelsäule integrieren oder Adlerarme, um auch nochmal die Schultern intensiv zu dehnen. Du siehst, dass aus einer Grundlagenübung ganz viele Möglichkeiten für dich bestehen, um deine Übungspraxis auch abwechslungsreicher zu machen. Die vierte Übung, dazu kommst du zum Liegen. Es ist eine schöne Dehnung deiner Hamstrings, der oft verkürzten Beinrückseiten. Das linke Bein hebst du an, verschränk die Finger. Hier gibt es ein paar Besonderheiten. Du drehst die Oberschenkel leicht nach innen, schaff damit Raum im Becken und dann streck die Beine aktiv. Vielleicht sieht das bei dir so aus und das Bein fängt an zu zittern, dann sind die Hamstrings verkürzt und es ist ein gutes Zeichen für dich, dass diese Übung für dich wichtig ist
Irgendwann kannst du die Beine strecken. Bleibst in der Position für 10 Atemzüge und dann kannst du entsprechend die andere Seite üben. Ja, und die letzte Übung, auch dazu nochmal ein Bild für dich. Du kannst den großen Brustmuskel, den Pectoralis Major, dehnen und damit ziehst du die Schultern schön nach hinten. Dazu stell die Füße auf, du kippst auf die linke Seite, ich zeig dir das. Nutz eine Decke, leg die dir unter den Kopf, damit knickt die Halswirbelsäule nicht ab. Mit einer Einatmung schiebst du den rechten Arm nach oben, nach rechts und dann ausatmend wieder zurück. Mach das für dich in deinem eigenen Atemrhythmus und dann kannst du auch die rechte Hand mal locker abgelegt lassen, rechts. Und die rechte Schulter, die sinkt Richtung Boden mit einer längeren, tieferen Ausatmung. Und mit einer Einatmung schaff eine Weite im Brustraum. Und damit hast du den großen Brustmuskel, den Pectoralis Major, wunderbar gedehnt. Komm dann wieder zurück und dann übst du das entsprechend auf der anderen Seite. Und diese 5 Übungen, die kannst du für dich in deine Morgenroutine oder in deine Abendroutine integrieren und du wirst feststellen, wie gut dir die Übungen tun. Ein ähnliches Übungsvideo habe ich für dich hier zusammengestellt. Wenn du online mit mir live Yoga üben möchtest, über Zoom, alle Informationen findest du hier. Den Kanal kannst du hier abonnieren. Empfehle mich weiter. Das ist die schönste Form der Wertschätzung. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Wir sehen uns wieder auf der Matte.